Ba-da-da-da-da-da-da. Im wässrigen Westerwald sitzt die hoffnungslose Hundefreundin Beate mit Mutter Irene in der guten Stube und lässt ihren Gedanken freien Lauf. Ja, Mutter, ist ja jetzt auch Ende Oktober. Weißt du denn auch, was am 31. stattfindet? Silvester! Nein, Halloween. Wem hast du denn jetzt Hallo gesagt? Oh, Mutter. Manchmal frage ich mich auch, von wem ich meine ganze Intelligenz geerbt habe. Von meiner Mutter bestimmt nicht. Ja, ich musste das wohl nochmal erklären, weil du weißt es ja nicht. Halloween ist ein Trend, der aus Afrika nach Deutschland gekommen ist. Da verkleidet man sich ganz gruselig mit Masken und so und geht dann von Haustür zu Haustür und sammelt Süßigkeiten ein. Oh, geilo! Ich bin dabei! Vielleicht findet meine Tochter auch bei Halloween nicht nur Süßigkeiten, sondern auch einen süßen Boy. Ja, jetzt brauchen wir nur noch gruselige Masken. Und ich dachte, die basteln wir einfach selber, damit wir die Leute auch schön erschrecken können. Ich platze vor Kreativität. Beates und Irenes Fantasie scheint keine Grenzen zu kennen. Mit Schere, Stift und Papier wandeln die beiden auf dem künstlerischen Holzweg. Ich bin fertig. Ja, ich bin auch fertig. Und jetzt zeig doch mal, was du Schönes gebastelt hast, Mutter. Ja. Ich bin ein Hund. Ja, das sieht schon echt gut aus. Aber ich habe auch eine schöne Maske. Super. Damit erschrecken wir wirklich jeden. You guy. Süßes oder saures? Also eure Masken sind so schlecht, da kriegt ihr nicht mal ein Kaugummi von mir. Ja, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass unsere Masken hier nicht gewürdigt werden, weil wir haben da ja auch viel Herzblut rein investiert. Oh Gott, seid ihr gruselig! Ihr habt ja ganz viel Bonbons, aber bitte, bitte, geht. Geht doch.